Hallo, liebe Gemeinde Augsburg. Herzlich willkommen zur Predigt. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen herzlichen Dank. Viel zu lange her. Ich habe überlegt, wann war ich das letzte Mal in Augsburg, und es war 1997. Warum weiß ich das noch, obwohl es schon so lange her war? Draußen auf dieser Treppe, kannst du dich erinnern, sind meine Frau und ich zusammengekommen. Damals auf der JA am 11. Oktober 1997, jetzt bald vor 24 Jahren. Und als ich gerade ich hatte es noch so im Kopf, so das Bild, wie du dich zu mir gesetzt hast, du hast den Move gemacht damals, und wie ich die Treppe wieder hochgekommen bin und diese Stiege nach oben gesehen habe, da war ich wieder kurz 18 Jahre. Jetzt könnt ihr zurückrechnen, wie alt ich bin. 42 bin ich heute. Mein Name ist Dirk Fockner, ich bin nicht der Bruder, ich bin Zahntechnikermeister in München, verheiratet mit der Miri. Wir haben zwei Kinder und ich bin Gemeindeältester eben in München-Ottobrunn. Und damit habt ihr auch mein ganzes Leben schon so irgendwie, mein ganzes aktives Leben erlebt. Gemeinde, Arbeit, Familie, und damit war es das. Ab und zu darf ich rauskommen zum Predigen, und deswegen bin ich dankbar, heute bei euch hier sein zu dürfen. Familie ist eh so ein großes Thema, gerade bei uns, und auch Familie hat diese Predigt inspiriert, denn so ungefähr vor anderthalb Jahren, während dem ersten Lockdown, da sind wir saßen schon im Wohnzimmer, die Kinder waren schon im Bett, auf einmal sprang unsere Große, damals gerade so am Ende von 10, Anfang von 11 Jahren, auf einmal ganz aufgeregt ins Wohnzimmer und sprang auf und sagte: Mami, Papi, Mami, Papi. Und wir schon so: Boah, schlafen halt irgendwie, oder? Jetzt, wir wollten Zeit haben. Und so: Nee, ich will einen Kasten bauen. Ich will so einen Kasten bauen, und da kommt so eine Klappe vorne hin, und da legen wir dann Bibeln rein, und dann stellen wir die Bibel auf die Straße, dann kann sich jeder eine mitnehmen, damit die Leute Jesus kennenlernen, denn die meisten kennen doch Jesus gar nicht, und wenn sie keine Bibel haben, wie soll das denn werden? So als Vater denkt man dann sofort dran, okay, dass die Tochter will einen Kasten bauen, das heißt für mich sehr, sehr viel Arbeit. Wir haben sie dann ein bisschen runtergehandelt. Wir haben so eine Bible-to-go-Station Light gebaut. Das waren so kleine Körbchen, die ihr von Pilzen, Erdbeeren, Pflaumen kennt, ja. Und da haben wir dann die Bibel reingelegt, und sie hat einen Zettel dazu geschrieben und gemalt. Und wir wohnen in Giesing, innerhalb des mittleren Rings in München, also hohe Häuser, breite Gehsteige. Da haben wir so einen Blumenkistel hingelegt, und dann sind da so ein paar von diesen Bibeln weggekommen. Und meine Aufgabe war es, erstmal diese Bibeln zu besorgen. Ja, Papi, kannst du die Bibeln bestellen? Sag ich, ja, safe, mache ich natürlich, klar. Aber als ich dann an dem Abend im Bett lag, habe ich mir überlegt, ist das fair? Also kann man einfach so eine Bibel nehmen? Kann man die so nehmen und sagen, hier, bitte, finde das Leben, finde Jesus Christus, finde die Erlösung. So, einfach so die Verantwortung abgeben. Braucht es nicht eigentlich so einen Bibelleseplan vielleicht? Also irgendwie, oder so, wie lese ich die Bibel richtig, Leitfaden? Oder sollte ich vielleicht nicht gleich nur das Johannesevangelium bestellen? Dass wir, bevor wir die Menschen auf den Gott des Alten Testaments loslassen, dass sie erstmal Jesus kennen? Und irgendwie hat es so einen komischen Beigeschmack gehabt. Das waren so Gedanken, die aus meiner adventistisch-kindlichen Sozialisierung heraus entstanden sind. So, wie nehme ich den Gott des Alten Testaments wahr? Und ich habe gedacht, was passiert, wenn ein normal gebildeter Mensch im ersten Buch Mose anfängt, die Bibel zu lesen? Findet er das Narrativ des lieben Gottes? Dass wir auf, ich weiß nicht, wie es euch ging, ihr seid alle auch schon länger in dem Gemeindekontext, auf blauen Filztafeln mit Flanellbildern gelehrt bekommen haben. So bin ich groß geworden, so habe ich die Bibel nahegebracht bekommen. Und findet jemand denn im Alten Testament diesen lieben Gott? Mir haben diese Fragen nicht gefallen, denn eigentlich heißt es doch, der Gott der Väter ist der Gott der Söhne, der Gott deiner Jugend ist der Gott deines Alters. Die einzige Konstante in dem Spiel, das wir haben, ist doch eigentlich Gott, der immer unveränderlich ist. Aber warum haben wir denn jetzt im Alten Testament zum Neuen Testament so einen harschen, grantigen Gott, und im Neuen Testament so wird alles so licht und weich? Gefühlt so eine Entwicklung von einem Militärcamp zu einem Waldorf-Kindergarten. Was ist da passiert? Warum unterscheiden sich die beiden so, und unterscheiden sich die denn überhaupt? Wie gesagt, haben mir alle nicht gefallen, die Fragen, weil sie nicht zusammenpassen, weil sie nicht zu dem passen, was ich von Gott eigentlich glauben möchte. Und so habe ich angefangen, mir das Alte Testament nochmal vorzunehmen. Ich habe das zusammen mit Klaus Popper gemacht, der so ein ganz gutes Format auf dem Hauptchannel hat, Glauben, Geschichten. Ich weiß nicht, wer es kennt, wer es hört. Klaus geht so ganz langsam Text für Text so durch die Bibel, ganz unaufgeregt, stellt eigentlich mehr Fragen, als dass er irgendwas beantwortet. Aber es ist sehr, sehr wertvoll. Ich höre das immer als Podcast, also nur die Audiospur, wie so ein Hörbuch. Klaus hat ja auch eher so ein Radiogesicht, also man verliert jetzt nicht so viel, wenn man ihn jetzt nicht unbedingt visuell sieht. Das ist schon in Ordnung. Und
So habe ich mich durchs Alte Testament, hangle ich mich durchs Alte Testament. Ich bin gerade erst in der Richterzeit angekommen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, anderthalb Jahre geht es schon, wie langsam der Klaus und wie gewissenhaft der Klaus da durchgeht. Und ich möchte mit euch ein, zwei, drei Punkte teilen, wo ich ins Stolpern gekommen bin, wo ich mir gedacht habe, Moment, das passt hier nicht mit meinem Bild von Gott zusammen, da mit meinem Bild vom Gott des Alten Testaments zusammen. Und das erste Mal war so ein Holperpunkt, als Kain seinen Bruder erschlagen hat. Ihr kennt ja die Geschichte alle. Und Gott geht auf Kain, den Mörder, zu und begegnet ihm wie seinem Vater vorher schon mal, erstmal mit einer Frage. Also er gibt seinem Geschöpf die Möglichkeit zu bekennen, sich zu rechtfertigen und auch zu bereuen. Aber wir wissen auch, bei Kain war er komplett an der falschen Adresse. Kain wird unglaublich motzig, wird pampig, was weiß ich, wo mein Bruder ist, wir haben hier keine Situation, bitte gehen Sie weiter, alles nicht mein Problem. Und Gott spricht hier trotzdem nicht das zu Erwartende von diesem alttestamentarischen, harschen Gott, doch nicht das Todesurteil, das eigentlich vielleicht so gefühlt erstmal irgendwie gerechtfertigt wäre, sondern er sagt nur, pass auf, du wirst jetzt Nomade sein. Ja, also der Acker hat das Blut deines Bruders empfangen, er wird dir nichts mehr geben, du wirst jetzt irgendwo schauen müssen, wo du halt dein Essen findest, jetzt geh mal auf on the road, ja, mach das mal. Und in 1. Mose 4, Vers 13, motzt Kain, da sagte Kain zu dem Herrn, zu groß ist meine Strafe, als dass ich sie tragen könnte. Was für eine Drama Queen. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Ackerbodens vertrieben und vor deinem Angesicht muss ich mich verbergen und ich werde unstet und flüchtig sein auf der Erde und es wird geschehen. Jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Okay. So, jeder von uns hätte wahrscheinlich gesagt, fair, dann weißt du, wie es deinem Bruder ging. Also ich meine, du kannst jetzt nicht auf einen besonderen Schutz hoffen, ja, sondern ja, so ist es halt jetzt. Ja. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Wir hätten sicherlich viele schöne Sprüche für ihn gehabt. Aber was macht Gott? Der Herr aber sprach zu ihm, nicht so. Jeder, der Kain erschlägt, siebenfach soll er gerecht werden. Und der Herr machte Kain ein Zeichen, damit ihn nicht jeder erschläge, der ihn fände. Was passiert hier gerade? Was passiert? Gott oder Kain, der offensichtlich den Tod verdient hat, wird von Gott verschont, wird von Gott versiegelt, damit ihm nicht das Gleiche passiert? Warum? Was soll das? Was bringt das Gott? Und die einzige Antwort, die ich so spontan drauf gefunden habe, war, wie sehr Gott Kain lieben muss. Wie tief muss Gottes Liebe immer noch zu Kain sein, der sich zu keinem Zeitpunkt der biblischen Geschichte, die wir von ihm lesen, irgendwie positiv mit ihm in Verbindung gesetzt hat? Und dann habe ich so in meinem Alltag mit dieser Erkenntnis, Gott liebte Kain, ich nicht, aber Gott liebte Kain, bin ich so durch meinen Alltag gegangen und mir ist bewusst geworden, wenn Gott Kain liebt, dann liebt Gott ja auch meine Ex-Frau. Also ich habe keine Ex-Frau, ich weiß nicht, was aus uns beiden mal wird, vielleicht entwickelt sich das, ja, aber ein Freund von mir hat mich angerufen und hat gesagt, ja, seine Frau, die ihm die Kinder weggenommen hat, die drei Kinder gegen ihn aufhetzt, irgendwie in eine andere Stadt gezogen ist, 4 Stunden, 3 Stunden weg. Je nachdem, er fährt einen BMW, bei ihm sind es nur 3 Stunden, bei mir sind es 4 Stunden. Und er sagt, Dirk, vielleicht wird sie mal vom Blitz getroffen. Ich meine, weißt du, wie viele Leute in Deutschland im Jahr vom Blitz getroffen werden? Also die Chance ist realistisch. Und ich dachte mir so, naja, aber eigentlich will Gott doch gar nicht, dass sie vom Blitz getroffen wird, sondern Gott will eigentlich nur ihr Herz wieder haben. Wenn Gott Kain liebt, liebt er deine Ex-Frau. Wenn Gott Kain liebt, dann liebt er den Internetbetrüger, dem du 2.500 Euro überwiesen hast und der dir nie eine Ware rausgeschickt hat und der jetzt zurück in sein Heimatland gegangen ist. Dann liebt Gott den Autofahrer vor dir, der dir die Vorfahrt genommen hat und du ihn doch am liebsten von der Straße drängen würdest. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wer Auto fährt. Oder der Bus, der vor dir einschert. Gott liebt jeden in diesem Bus und der damit 30 vor dir herfährt. Und Gott liebt auch den Bruder, die Schwester oder die Familie, die jetzt irgendwie getrennt von euch sitzt, wo vielleicht die Oma mal beim Potluck gesagt hat, dass euer Nudelsalat zu wenig Salz hat und seitdem redet ihr nicht mehr miteinander. Ich weiß nicht, was passiert, dass Gemeinden sich so zerkriegen, aber es passiert. Und seid euch gewiss, Gott liebt auch diese Familie. Gott liebt Kain, schon. Hat viel in meinem Alltag und im Umgang mit Menschen, die ich nicht mag, geändert. Im Prinzip könnte man die Predigt hier aufhören. Gott liebt Kain, mitnehmen ist genug, worüber man über die Woche oder auch für den Rest seines Lebens nachdenken kann. Und wenn ihr jetzt hier aussteigen wollt, ist es fair. Ja?
besser wird es auch nicht mehr, aber ich bin eine gute Stunde hergefahren, also verzeiht mir, wenn ich jetzt einfach noch ein bisschen rede, dass ich das Gefühl habe, ich habe auch wirklich was abgeliefert. Aber wenn ihr hier aussteigen wollt, sehr gerne mehr. Ja gut, der Rest ist jetzt vielleicht auch interessant, aber ihr könnt auch hier aussteigen. Also, wir erleben hier einen Gott, der sich nicht aufgrund seiner Taten von dem Menschen abwendet, sondern der unheimlich nahbar bleibt, der auf ihn zugeht. Obwohl wir wissen, dass durch Kain die Linie der Menschensöhne kam, also durch Kain kam die Gottlosigkeit, durch Kain kam das Leid und aus Adam kam die Linie der Gottessöhne, die sich dann später mit den Menschentöchtern vermischt haben. Das ist dieser etwas verwirrende Text, den ich lange nicht einordnen konnte, aber das ist die aktuelle Theologie. Das sind die Nachkommen Adams und die Nachkommen Kains haben sich wieder miteinander vermischt. Und Gott weiß, was aus Kain passiert und Gott beseitigt ihn nicht. Und das Gleiche sehen wir zum Beispiel bei Hagar. Auch die Geschichte werde ich mit euch jetzt nicht teilen, weil wir sie kennen. Wie einfach wäre es für Gott gewesen, Hagar zweimal in der Wüste einfach sterben zu lassen und dann nachher mit großer Geste zu Abraham zu gehen und zu sagen, was hast du getan? Warum hast du den Sohn der Verheißung, warum hast du den in der Wüste sterben lassen? Aber nein, Gott wusste auch, wie viel Leid sich die Weltreligionen in der Vergangenheit angetan haben und immer noch antun. Und er hat trotzdem gesagt, ich will, dass Ismael lebt. Ich kann doch nicht Hagar und Ismael für die Schuld, die sie später, die ihre Nachkommen später auf sich laden oder die Isaaks Nachkommen später auf sich laden, kann ich doch die beiden Jungs noch nicht büßen lassen. Gott kennt Kain, sein erster Enkel. Gott kennt Ismael, den ersten Sohn seiner Verheißung, auch wenn er sich's anders vorgestellt hat. Gott ist treu. Gott wendet sich nicht vom Menschen ab im Alten Testament. Und das ist so eine ganz, für mich ganz mutmachende Aussage so auf den ersten Seiten. Gott hat sich nicht vom Menschen abgewendet, sondern er geht ihm permanent nach und sucht Nähe, sucht Wiederherstellung und will nicht vernichten. Gott will nicht Gericht und Gott will nicht den Tod des Menschen. Aber wie kann ich das sagen, wenn Gott doch später ganze Völker über die Klinge springen lässt? Und da kommt in meiner adventistisch-christlichen Sozialisierung ja sofort wieder das Volk raus. Hat Gott nicht ein Volk? Ist Gott nicht ein exklusiver Gott? Hat er sich nicht irgendwie sowas rausfiletiert und gesagt, das sind meine Leute und alle anderen können hinten runterfallen? Wie fühlt ihr das, wenn ihr an das Volk Israel im Alten Testament denkt? Für mich ist es diese Insel und außenrum sind alles böse. Alles böse und das ist ganz furchtbar und die, genau. Gott hat ein Volk, Gott hat sich ein Volk erwählt, aber Gott hat nie, zu keinem Zeitpunkt vergessen, dass alle Menschen seine Kinder sind. Ein Beispiel dafür lesen wir in 1. Mose 15, Vers 13 bis 16. Und er sprach, hat Abraham versprochen, ein großes Volk zu werden, auch das führen wir nicht näher aus. Und er sprach zu Abraham, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken, 400 Jahre lang. Und in Vers 16, und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren, denn das Maß der Schuld des Amoriter ist bis jetzt noch nicht voll. Kleiner Einschub für den, den es interessiert. Wir hatten ja heute schon relativ viel Geschichte von den Jungs hier. Das war, machen wir auch noch mal ein bisschen Geschichte nach. Jetzt weiß ich, was der Westfälische Frieden war. Ja, habe ich wieder was gelernt. Wir haben Noah. Noah hat seinen in Ungnade gefallenen Sohn Sam. Sam zeugte Kanaan und aus Kanaan kamen dann die Amoriter hervor. Ich weiß nicht, wie der Stammvater der Amoriter heißt. Wenn er Amor heißt, fände ich es irgendwie auf eine Art lustig. Aber ich weiß es nicht. Es sind auf alle Fälle die Amoriter. Und wir erleben hier, dass Gott nicht eine Eigenbedarfskündigung vornimmt und sagt, Leute, meine Kinder wollen jetzt einziehen, Samas, ja. Denn das Interessante ist, die Amoriter sind doch auch seine Leute. Sam, gut, man weiß jetzt nicht, wenn der Vater den Sohn verflucht, das kann zu Spannungen in der Familie führen. Ich kann jetzt nicht sagen, inwieweit Sam und Noah noch Kontakt hatten und dann Kanaan und Amor vielleicht sich kannten. Aber der Großvater Sam hat noch Gottes Wirken kennengelernt. Der hat noch Gottes große Taten, wie er durch die Flut gebracht wurde und danach hat er noch kennengelernt. Gott sagt, die Schuld der Amoriter ist noch nicht voll. Die Generation, die es später so furchtbar treiben wird, Kinder opfern und so weiter, wirklich, also die haben furchtbare Sachen gemacht. Ladet mal Miki Jovanovic ein, der hat da eine Predigt über das, was die Amoriter gemacht haben. Das ist eine wirklich spannende Predigt, so berühren uns sich hier beide unsere. Die Leute sind noch gar nicht geboren. Für die Leute spreche ich noch kein Urteil, die jetzt da sind, weil das sind noch meine Leute. Und Gott nimmt sein Volk und parkt es in der Sklaverei, bis die Wohnung frei wird. Das war auch eine Erkenntnis. Gott
parkt sein Volk in der Sklaverei, weil er momentan noch keinen Platz hat, mit einem hohen Risiko. Wir kennen das, wie weit sich das Volk in dieser Zeit in Ägypten von ihrer wahren Bestimmung, von ihrem wahren Gott entfernt hat. Gott bevorzugt niemanden. Gott bevorzugt nicht mal sein eigenes Volk, auch wenn er später durch es Gericht übt. Und da haben wir schon wieder so ein Wort, so ein Reizwort, Gericht. Gott ist doch ein Gott, der richtet. Gott ist doch ein Gott, der genau schaut, was du machst und dann guckt, wie er dich in die Pfanne hauen kann. Das kann ich so nicht finden im Alten Testament. Ich finde keinen Gott, der irgendwen in die Pfanne hauen will, sondern ich finde einen Gott, der gerecht ist. Und diese Frage, Gott, bist du gerecht, die hat auch seine engsten Freunde bewegt. Als Abraham und Gott da standen, ihr kennt auch die Geschichte, Gott kam persönlich vorbei, zu dritt kam er und hat sich bei Abraham niedergelassen, hat ihm seine Verheißung erneuert und dann sind Gottes beiden, oder ein Teil der Gottheit, die Bibel sagt dann, es waren dann doch Engel, die runtergegangen sind, nach Sodom gegangen, um Lot rauszuholen und Gott steht noch mit Abraham so da, weil sie noch nicht ganz fertig waren und er denkt sich, ich muss dem Jungen doch noch erklären, was hier passiert. Und sie stehen an dieser Abrisskante, Abraham lebt in den Bergen, Lot in der Ebene und sie gucken runter auf die Ebene und die Bibel sagt wieder Garten Eden. Also Sodom und Gomorra da unten für uns nur negativ belegt mit einer Feuerflut, aber es muss wieder Garten Eden ausgesehen haben. Also Gott hat sich da nochmal richtig ein rausleiern lassen, da hat er nochmal richtig schön was geschaffen gehabt. Und die beiden gucken runter, Gott sagt Abraham, was er vorhat, was passieren wird. Und Abraham antwortet in 1. Mose 18, Vers 25, fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, sodass der Ungerechte wäre wie der Gerechte. Fern sei es von dir, sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben. Spannend, wie Abraham mit Gott redet. Also, ich habe es extra mal ein bisschen schärfer gelesen. Das war keine Unterwürfigkeit, sondern Abraham ist entsetzt. Was machst du da, Gott? Bist du denn nicht der gerechte Gott? Und wir haben immer gelernt, Abraham hätte hier mit Gott verhandelt, so als hätte Gott vorgehabt, einfach alles ohne mit stumpf, einfach ohne Maß und Ziel einfach da unten drüber zu schießen und Abraham hätte ihn runtergehandelt. Ich glaube es nicht. Ich glaube, Abraham hat gefragt, Gott, wie gerecht bist du? Wenn wir da runter gucken, Ninive hatte 120.000, vielleicht haben wir dann da 100.000, 200.000 Menschen und er sagt, hey, wegen 50, und Gott sagt, klar, wegen 50 würde ich das verschonen, 40, 30, 20, Gott, wie gerecht bist du, reichen 10 aus, damit du das verschonst. Und Gott sagt, ja, wegen 10 würde ich es nicht machen. Und Abraham sagt, okay, gut, ich verstehe dich, wir haben die gleiche Gerechtigkeit, du bist ein gerechter Gott. Wir wissen, es waren nur 4. Und wenn wir uns vorstellen, 4 Personen in einer Menge von, eben wie gesagt, Ninive sind mit 120.000 angegeben. Nach der Predigt kam mal einer zu mir und sagte, es waren 120.000 Kinder, weil da steht, es waren 120.000, die ihre Rechte nicht von ihrer Linken unterscheiden können. Das wäre die Bezeichnung für Kinder gewesen. Ich denke mir, na gut, also wenn es jetzt 120 waren, die eben rechts von links nicht unterscheiden können, können auch Frauen gewesen sein, keine Ahnung. Da sollen sich jetzt die Theologen drum streiten. Aber wenn wir da vorstellen, da waren 100.000, dann sind das 0,04 Promille. Das merkst du beim Autofahren gar nicht, kann dir keiner nachweisen, ist überhaupt nicht existent, diese Menge, aber für Gott ist sie existent. Gott hat Lot und seine Frau und seine 2 Töchter gesehen und er ist persönlich vorbeigekommen und hat sie dort rausgerissen, rausgezerrt, damit sie nicht sterben. Gott versucht um jeden Preis Leben zu erhalten und das Tolle ist, in unserer individuellen Gesellschaft, in unserer Gesellschaft von Individualisten, Gott übersieht niemanden. Niemanden, noch so klein, wie die Menge auch sein kann, Gott weiß, wer wo ist. Gott versucht, um jeden Preis Leben zu erhalten. Und warum sollte er das tun? Warum tut er sich das immer an? Weil Gott die Menschen liebt, weil Gott jeden Menschen liebt, sogar die Feinde seines Volkes. In 2. Mose 7, Vers 5 sagt Gott, und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Söhne Israels aus ihrer Mitte herausführe. Die Erkenntnis Gottes, wissen wir, war noch nie Selbstzweck. So, hey komm, ich zeig dir mal, wer hier der Bartel ist, wo er einen Most holt und wer hier das Sagen hat. Euch mache ich jetzt nochmal fertig, damit ihr wisst, dass ich stärker bin. Unsinn, so ist doch Gott nicht. Gott will immer, dass die Erkenntnis zur Umkehr führt.
Gott versucht in diesem ganzen Prozess des Herausführens des Volkes Israel, Ägypten mitzunehmen. Ich habe nur noch 2, 3 Texte jetzt da aus dem Ding rausgesucht, aber wenn ihr euch das durchlest, steht, zählt's nach und meld's mir, ich habe es bisher noch nicht gezählt, sehr, sehr häufig dieser eine Satz, dass die Ägypter Gott erkennen sollen. In 2. Mose 8, Vers 6, er, der Pharao, antwortete, auf morgen soll die Plage verschwinden, ich glaube, es waren die Frösche. Da sagte er, Mose, nach deinem Wort soll es geschehen, damit du erkennst, dass niemand ist wie der Herr, unser Gott. 9 Verse später, in Vers 15, da sagten die Wahrsagepriester zum Pharao, das ist der Finger Gottes, weil sie die Plage nicht nachmachen konnten oder nicht verschwinden lassen konnten. Aber das Herz des Pharao blieb verstockt und er hörte nicht auf sie, wie der Herr geredet hatte. Die Ägypter beginnen zu erkennen, dass Gott größer ist als ihre Götter, dass Gott der ist, der eigentlich der Herr ist. Mit welchem Zweck? Ja, natürlich nur, dass sie sich zu ihm bekehren. Was hätte Gott sonst für eine Intention? In 2. Mose 4, Vers 22, als Mose berufen wurde von Gott, so sollst du dem Pharao sagen, so spricht der Herr, mein erstgeborener Sohn ist Israel. Israel mag vielleicht der erstgeborene Sohn sein, aber Gott möchte, dass die Ägypter erkennen, dass sie auch geliebte Kinder sind. Vielleicht sind sie das Sandwich-Kind, das nicht so beachtet wird, aber trotzdem geliebt. Shoutout an alle Sandwich-Kinder, ich bin auch eins, hallo. Und wir erinnern uns auch, wie Gott zum Beispiel durch Daniel bei Nebukadnezar gewirkt hat, wie Gott Nebukadnezar Träume geschenkt hat, ja doch nicht, um ihm zu sagen, ich bin übrigens stärker als du und deine Götter, sondern ihm zu sagen, ich bin der eigentliche Gott, komm zu mir. Später noch die Meder und Perser, wie Darius am Ende gesagt hat, nachdem er Daniel aus der Löwengrube wieder rausholen konnte und er überlebt hat und gesagt hat, hey, okay, wer was gegen den Gott Daniels sagt, der wird einen Kopf kürzer gemacht. Okay? Darius hatte noch nicht verstanden, dass Gott den Tod des Menschen nicht will, aber er hatte Entwicklungspotenzial. Gott hat immer wieder um die Völker, um das Volk Israel herum geworben und wollte sie mit einbeziehen. Und ich finde, trotz der harten Sprache im 2. Buch Mose kommt Gott unheimlich gut weg. Wie Gott handelt, wie gesprochen wird, ist oft sehr hart, aber wie er handelt, ist sehr, sehr liebevoll und sehr fürsorglich. Zu Beginn habe ich gesagt, dass Gott ganze Völker über die Klinge springen lässt und es klingt so, als würde er ganze Völker über die Klinge springen lassen und würde da eben auch nicht aussieben. Aber wenn man sich in dieser Vernichtung, wenn man sich im Gericht, also im letzten Moment zu ihm bekennt und zu ihm bekehrt, dann ist er auch noch gnädig. Und damit kommen wir zum letzten Vers dieser Predigt heute. Ihr habt alle gut durchgehalten, ihr wart alle sehr wach. Ich habe keinen gesehen, der irgendwie weggeknickt wäre. Das hat mich gefreut. Vielen herzlichen Dank. Jetzt haben wir den letzten Vers. Ihr könnt, wenn ihr ein Smart Home habt, schon mal den Herd zu Hause anmachen. Das Mittagessen ist in greifbare Nähe gerückt. Dafür ist es aber auch der längste Text. Der steht in Josua 6, die Verse 22 bis 25. Zu den beiden Männern, die das Land ausgekundschaftet hatten, sagte Josua: Geht in das Haus der Hure und führt die Frau sowie alles, was zu ihr gehört, von dort heraus, wie ihr es ihr geschworen habt. Da gingen die jungen Männer, die Kundschafter, hinein und führten Rahab und ihren Vater und ihre Mutter und ihre Brüder und alles, was zu ihr gehörte, hinaus. Alle ihre Verwandten führten sie hinaus, sie brachten sie außerhalb des Lagers unter. Die Stadt aber und alles, was darin war, verbrannten sie mit Feuer, dann kommt der Tempelschatz, den sie und so weiter. Und in Vers 25, so ließ Josua die Hure Rahab und das Haus ihres Vaters sowie alles, was zu ihr gehörte, am Leben. Und sie wohnte mitten in Israel bis zum heutigen Tag, weil sie die Boten versteckte, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Es scheint dem Schreiber, es scheint Josua, es scheint Gott hier sehr wichtig gewesen zu sein, was die Dame vom Beruf war. Denn von Anfang bis zum Ende heißt sie die Hure oder die Hure Rahab. Und ich habe nur einmal gefunden, wo sie mit Rahab angesprochen wurde. Und selbst im Hebräer, wo der Kas doch langsam bissen sein sollte, na, auch da immer noch die Hure Rahab. Und zum Ende der Predigt baue ich gerne so einen Satz ein, der so ein bisschen polarisiert, an dem man sich so ein bisschen kratzen und ein bisschen reiben kann. Man muss ihm nicht zustimmen, aber man kann mal drüber nachdenken und es hat sich gelohnt oder vielleicht lohnt es sich bis jetzt dabei geblieben zu sein. Vielleicht will Gott hier sagen, es ist nicht wichtig, was du tust, sondern es ist wichtig, wer du bist, wenn es um Erlösung geht. Und ich finde es immer komisch, wenn die Prediger ihre gleichen Sätze nochmal wiederholen, aber ich mache es, damit wir dann nochmal drin sind. Es ist nicht wichtig, was du tust, es ist wichtig, wer du bist, wenn es um Erlösung geht. Wir wissen nicht, was passiert ist, warum Rahab diesen Beruf ergreifen musste, warum sie so gelebt hat. Aber in dem Moment war es vollkommen egal. Sie wollte zu Gott gehören und Gott hat gesagt, okay, cool, du gehörst zu mir. Ich bringe dich mitten in meinem Lager unter. Und so hat, erst außerhalb, dann innerhalb, okay, ja gut,
Ich habe es gemerkt. Und so hat Gott die Hure Rahab in den Stammbaum unseres Erlösers eingepflegt. Sie ist eine Ur-Ur, wie viel Ur auch immer, Großmutter von Jesus geworden. Gott übersieht nicht den Einzelnen, Gott übersieht nicht Rahab, Gott hat nicht Hagar übersehen und Gott übersieht auch nicht den einsamen Bibelleser, der die Bibel meiner Tochter gefunden hat. Gott will alle Menschen zu sich rufen. Und wenn wir uns überlegen, das hätte Ägypten sein können, Ägypten hätte Rahab sein können, Babylon hätte Rahab sein können, sie hätten mitten im Volk Israel leben können. Ja, hätten halt angebaut, hätten ein bisschen mehr Platz gebraucht, aber das Ziel Gottes war es doch nicht, ein exklusives Volk zu haben, sondern Gott wollte, dass die Meder und Perser Rahab werden und mitten im Volk Israel leben können. Gott war nie exklusiv, sondern wollte immer inkludieren. Also welchen Gott finden wir denn im Alten Testament, wenn wir uns einfach nur mal ein bisschen positiv drauf einlassen? Ist er wohlgesinnt oder rachsüchtig? Ist er grantig oder ist er eben liebevoll? Geht er auf den Menschen zu oder will er einfach nur, dass der Mensch zu ihm geht und dann das tut, was er will? Ich glaube, zumindest finden wir, was wir sagen können, ist, dass wir im Alten Testament Gott finden, der auf ganzer Linie auf das Wohl seiner Geschöpfe ausgerichtet und gesinnt ist. Er hat keine Freude am Gericht, er zieht es immer wieder zurück, er hat keine Freude am Tod, er hat keine Freude am Leid, sondern er möchte eigentlich nur, dass es dem Menschen gut geht. Aber dann stellt sich immer noch die Frage, warum habe ich denn dann dieses Gefühl, dass Gott im Alten Testament so schwer, so stark, so gerecht ist? Und ich glaube, das Problem ist, dass Gott im Alten Testament über die Fehler der Menschen definiert wird. Wir sehen die Fehler der Menschen und projizieren dann auf Gottes Handeln. Und wisst ihr was? Das gleiche Problem hat Gott heute immer noch. Ich denke, man kann die Bibel einfach jemandem geben und sagen, hier, finde das Leben. Ich glaube, das ist fair. Ich glaube, es funktioniert. Ich glaube, er hat da schon alles richtig gemacht. Aber ich möchte die Predigt mit den Worten schließen, die mein Schwiegervater nicht müde wird, jedes Mal zu sagen, wenn er auf der Kanzel steht, dass wir oft die einzige Bibel sind, in der die Menschen lesen. Und deswegen möchte ich jetzt zum Abschlussgebet mit euch darum bitten, dass wir dieses Bild, dieses liebevolle, freundliche Bild, das Gott im Alten Testament gezeichnet hat, auch in unserem Leben so aufbauen können, dass wir Menschen auf Gott hinweisen und nicht von ihm wegschieben, wegdrücken, weg. Irgendwas. Das Ende muss ich noch besser ausarbeiten. Ich bitte euch, dass wir zum Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, Herr Jesus, Heiliger Geist, Herr, wir danken dir, dass du Kain geliebt hast. Wir danken dir, dass du uns liebst und Herr, dass du auch unsere Kains liebst, dass du die magst, die wir nicht so gut finden. Vater, ich möchte dich um mein liebevolles Herz bitten, für mich und für meine Gemeinde Augsburg hier, die vor mir steht. Bitte erfüll du uns mit deinem Heiligen Geist und lass uns doch so sehen, so leben, wie du es vorgesehen hast. Gib uns deinen Charakter und hab Dank dafür. Heiland, ich bitte dich, dass wir Menschen finden, denen wir diese Liebe und diesen Charakter weitergeben können. Ich danke dir dafür. In deinem Namen, Herr Jesu. Amen. Ich möchte euch noch segnen, wenn ich darf, bitte. Der Herr segne euch. Der Herr segne eure Gesundheit. Der Herr segne die Gebrechen eures Alters und nehme euch die Schmerzen, gebe euch Kraft in eurer Jugend, das zu tun, was ihr tun müsst. Und der Herr segne eure Beziehungen, dass ihr mit euren Herzen, die Herzen eurer Kinder erreicht oder die Herzen eurer Eltern, dass ihr Frieden und Liebe für euren Partner empfinden könnt und dass ihr gut in euren Familien miteinander auskommt. Der Herr segne eure Finanzen, dass ihr Leid lindern könnt und immer noch genug habt, um einfach auch abzugeben und auch für euch noch zu sorgen. Und der Herr segne vor allen Dingen eure Herzen. Er erfülle sie mit dem Heiligen Geist, dass ihr das Licht sein könnt, zu dem wir berufen sind. Amen.